Sie sind wieder zurück am Alsenweg, die Regionalliga-Fußballer des SV Waldhof Mannheim. Und während im Hintergrund die Finanzen und die Lizenzierung geregelt werden, wollen sich die Spieler heute beim Training aufs Sportliche konzentrieren. Ich will jetzt nicht groß reden, weil die Jahre haben wir davor auch immer irgendwie ein bisschen groß geredet, haben wir es irgendwie nicht geschafft. Deswegen einfach ganz normal weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, von Spiel zu Spiel denken. In den kommenden Partien können dann auch die Neuzugänge Marcel Segert, Miro Wawodic und Silas Schwarz mithelfen, die Tabellenführung zu behaupten. Die haben sich nämlich ganz gut eingelebt bei den Buwe in Blau-Schwarz. Also die Stimmung ist super, die Neuen fühlen sich auch richtig wohl. Die wurden richtig gut aufgenommen hier. Da wir halt einen guten Zusammenhalt haben, ist es für die Neuen eigentlich auch gar nicht so schwer, sich irgendwie einzuleben. Das lag auch im Trainingslager in türkischen Side, bei dem nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Teamhotel die Stimmung passte. Auch bei den Neuzugängen. Wir hatten jeden Tag zweimal Training, aber so beim Essen und wir hatten auch einen Mannschaftsabend mit den Jungs. Auf den Zimmern wird immer geredet, gequatscht, irgendwie sind Blödsinn gemacht. Mit dieser Leichtigkeit könnten die Mannheimer wieder den Sprung ins Profigeschäft schaffen. Doch beim Thema Aufstieg ist der Waldhof ungewohnt schmallippig. Dann Schritt für Schritt an unser Ziel näher kommen und im besten Fall steigen wir dann dieses Jahr auf. In zwei Wochen muss der SVW gegen den FSV Frankfurt ran. Dann zeigt sich, ob sich die Vorbereitungen in der Türkei auf und abseits des Platzes gelohnt haben.